Der Marktbericht für Einfamilienhäuser für das Jahr 2020 liegt nun vor. Das Ergebnis kurz zusammengefasst: stark steigende Preise und ein Einbruch bei den Verbücherungszahlen. Im Jahr 2020 wurden in Summe 10.723 Einfamilienhäuser verbüchert. Das ist ein Minus von 10,1%. Dieser spürbare Rückgang ist in erster Linie auf das sehr knappe Angebot und auf die außerordentlich gute Nachfrage, sicherlich auch pandemiebedingt, zurückzuführen. Im Jahr 2020 zahlten die Einfamilienhauskäufer im Österreich-Schnitt 277.271 Euro. Das sind um stolze 10,1% mehr als noch im Jahr 2019. Im Fünfjahresvergleich bedeutet das ein Plus von 37,1%. Innsbruck ist vor Salzburg und Wien die teuerste Landeshauptstadt. Der teuerste Bezirk ist Kitzbühel. Im Schnitt kostet hier ein Einfamilienhaus 1,6 Millionen Euro und damit um 20,4% mehr als noch ein Jahr davor. Nähere Informationen zu den Bundesländern bzw. den einzelnen Bezirken finden Sie auf remax.at. Sie überlegen, Ihr Einfamilienhaus zu verkaufen? Dann nutzen Sie unser aktuelles Angebot der kostenlosen Marktwerteinschätzung. Wir freuen uns auf Sie.